Freitagabend, 18 Uhr, Zeit für Unicorn. Es ist wieder Freitagabend, das Wochenende steht vor der Tür und ich stehe dann natürlich auch wieder auf der Matte. Ja, heute ein sehr oft gewünschtes Video von euch und zwar die Produkte, die ich hier so in meiner kleinen Nagelecke benutze, was ich mag, was ich nicht mag, was ich empfehlenswert empfinde, welche Hersteller gut sind, welche schlecht sind. Ja, das und vieles mehr werden wir heute ein wenig durchgehen. So, aber bevor wir starten, möchte ich euch nochmal schnell sagen, dass all diese Produkte, die ich euch heute hier zeige, ich selber bezahlt habe. Mir wurde davon nichts geschenkt oder zukommen gelassen oder wie auch immer. Ich werde von keinem Hersteller irgendwie bezahlt, dass ich was Schlechtes oder was Gutes sage. Wie gesagt, das ist meine Meinung, die ich heute hier kundtue. Ich werde trotzdem einmal hier oben etwas einblenden, damit ich auf der sicheren Seite bin und ich nicht irgendeine Strafe an irgendeine Institution zahlen muss, weil ich hier Produkte präsentiere und meine Meinung dazu sage. Aber starten wir doch einfach jetzt. So, fangen wir doch mal mit Nails Depot an. Nails Depot hatte ich damals relativ viel bei mir im Laden. Wir haben auch die Produkte von denen vertrieben, also manche Sachen sind wirklich gut und manche Sachen sind wirklich scheiße. Ja, ich erzähle euch jetzt mal, was ich hier so von denen benutze. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Wichtigsten an, und zwar die UV-Lampe. Die habe ich auch von Nails Depot. Ist eine ganz einfache Lampe, 4 Röhren, a 9 Watt. Also nichts wirklich Besonderes. Die war recht günstig, deshalb habe ich die gewählt. Ja, die hat außerdem noch einen Timer von 120 Sekunden und eine Dauerfunktion. Die Dauerfunktion benutze ich eigentlich fast nur, weil ich habe keine Lust, ständig auf das Knöpfchen drauf zu drücken. Dann habe ich noch Buffer und Feilen von Nails Depot. Feilen sind Zebrafeilen, auch nichts wirklich Besonderes. Ich denke mal, das hat auch fast jeder Hersteller bei sich im Sortiment, genauso wie Buffer. Die Feilen haben 100, 180er Körnung, also auf beiden Seiten verschieden. Ja, Zebrafeilen sind für mich immer das Beste, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die halten besser und länger. Und mit denen kann ich auch am schönsten arbeiten. Als nächstes habe ich dann noch die Tipps und den Kleber von Nails Depot. Tipps sind echt ganz gut, also keine billigen Tipps, die irgendwie einbiegen oder sich komisch verfärben. Die sind wirklich, kann ich empfehlen, genau wie den Kleber. Der Kleber klebt super, es sei denn, ihr habt wirklich extrem feuchte Nägel vor euch liegen, dann hält natürlich kaum ein Kleber wirklich gut. Aber den kann ich wirklich empfehlen. Draufkleben, 5 Sekunden warten und dann ist der auch schon ausgehärtet. Des Weiteren habe ich auch noch ein paar Pinsel von Nails Depot. Einen ganz normalen Fächerpinsel, den kriegt ihr auch überall anders. Dann habe ich einen Dotting Stick von Nails Depot mit einer kleinen Kugel und einer mittleren Kugel. Und dann habe ich auch noch den Gelpinsel, den ich eigentlich immer für Aufbaugel, Haftgel benutze oder auch French. Der funktioniert wirklich ganz gut. Ich finde den ganz geil, weil man den quasi verschließen kann und so kann kein Licht drankommen, falls ihr mal irgendwo ein Fenster habt oder so, wo viel Licht durchkommt. Den könnt ihr ganz einfach umdrehen, verschließen und dann ist der safe und kann nicht kaputt gehen. Dann kommen wir jetzt zu den Gelen, die ich von Nails Depot habe. Gele habe ich hier ein Haftgel. Das benutze ich eigentlich schon immer. Hat für mich immer super gehalten. Habe ich nichts dran auszusetzen. Dann habe ich hier noch einen Naturfrench. Das ist für mich so das schönste Naturfrench, was ich bis jetzt irgendwie irgendwo gefunden habe. Funktioniert wirklich ganz super. Lässt sich auch gut auftragen. Muss man halt ein bisschen dicker auftragen, damit es auch wirklich deckt. Und dann habe ich noch das Aufbaugel Starcooler bei mir. Starcooler ist ein Gel, was nicht heiß wird. Es gibt es in klar und in rosa. Ich habe hier die klare Variante. Ist ein sehr festes Gel, also kein flexibles oder irgendwie sowas, also wirklich ein sehr starres Gel. Lässt sich sehr gut arbeiten, denn es ist sehr formstabil.
also fließt nicht so schnell in die Ränder rein und ja, ist eigentlich ganz gut für Anfänger, kann ich wirklich ans Herz legen. Das einzige Manko an diesem Gel ist, dass es in UV-Licht relativ schnell gelb wird. Deshalb würde ich das wirklich nur für ein Full-Cover empfehlen. Und zum guten Schluss habe ich auch noch den Cleaner von Nails Depot. Das ist ein Standard-Cleaner, das ist kein High-Gloss-Cleaner oder irgendwie sowas. Also den müsste wirklich jeder Nagelhersteller in seinem Programm haben. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Ganz einfacher Cleaner. Des Weiteren habe ich noch die Versiegelung von Nails Depot. Die ist wirklich gut, die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Die ist zwar mit Schwitzschicht, aber sie ist eine flexible Versiegelung. Das heißt, die kann nicht so schnell reißen, einreißen oder irgendwie abplatzen. Mit der bin ich immer gut gefahren. Bei Nail Art Mustern zweimal drauf und ihr seid wirklich sicher. Die verfärbt sich auch nicht so stark wie manche Versiegelung, die ohne Schwitzschicht ist. Deshalb wirklich Topzeug. Den Primer habe ich natürlich auch noch von Nails Depot. Das ist ein säurehaltiger Primer, ganz normaler Primer. Der hat die Eigenschaft, dass er den Nagel noch entfettet zusätzlich. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ja, mehr gibt es zu denen eigentlich nicht zu sagen. Primer müsste auch jeder Nagelhersteller in verschiedenen Ausführungen im Sortiment haben. Also ihr könnt den auch von jedem anderen nehmen. Aber ja, ich habe den direkt mitgestellt. Ich habe den direkt mitbestellt. Und ja, gutes Zeug. Ansonsten zu Nails Depot gibt es nicht viel zu sagen, außer Shellacke sind na, so semi, würde ich jetzt mal sagen. Auch nicht so viel Auswahl, also da würde ich mich wirklich an einen anderen Hersteller wenden. Ansonsten, Internetseite, sollte man sich nochmal das Design ganz stark überdenken. Das ist wirklich so, ja, 2000 würde ich jetzt mal sagen, oder noch tiefer gegriffen. Fräser sind wirklich nicht so der Bringer von Nails Depot, da würde ich wirklich lieber zu ProMade tendieren. Ansonsten, ja, die anderen Produkte sind eigentlich allesamt okay. Aufbaugel, ganz, ganz normal ist okay. Die ganzen Nail Art Sachen sind vollkommen normal, nichts Besonderes, aber auch nichts besonders Schlechtes. So, kommen wir mal zu dem Sorgenkind Jollyfeen. Ja, nicht jeder Hersteller hat wirklich 100% gute Produkte, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber in letzter Zeit habe ich so ein paar Sachen bestellt, von denen war ich wirklich recht enttäuscht für so eine große Firma, dass da wirklich sowas schief läuft. Das ist wirklich sehr traurig. Ja, aber fangen wir doch mal mit den ganzen Sachen an, die ich hier so rumstehen habe. Zum einen sind das so ein paar Nail Art Tools, zum Beispiel so eine Pinch-Zette, dann eine Pinch-Klemme, nichts Besonderes. Ganz normal, ich glaube, das hat jeder Hersteller im Sortiment. Dann noch ein Pro-Brush, den nutze ich eigentlich recht selten, weil ich habe da so ein paar andere Sachen, die ich lieber benutze. Aber ja, das ist so ein ganz normales Standardteil, wird wohl auch fast jeder Hersteller im Sortiment haben. Ja, als nächstes kommen wir zu den Airbrush-Schablonen. Wer die Airbrush-Videos gesehen hat, der weiß, von denen bin ich nicht wirklich überzeugt. Diese zum Beispiel kleben sehr schlecht, also die könnt ihr wirklich nur einmal benutzen und dann könnt ihr sie auch direkt in die Tonne kloppen, wenn sie wirklich beim ersten Mal auch wirklich halten, weil da fliegt auch schnell mal was weg, wenn die Airbrush-Pistole arbeitet und da Luft drauf kommt. Zum anderen sieht man hinten nicht, was es für ein Motiv ist, ist schlecht zum Sortieren und ja, ihr sucht euch dann dumm und dämlich, wenn ihr ein Motiv sucht. Diese hier zu klein, um die auf den ganzen Nagel drauf zu kleben. Und lassen sich auch sehr schlecht ablösen. Also dann müsst ihr auch noch eine Nagelschere zur Hand nehmen, um die abzukriegen. Dann kommen wir jetzt zu den Shellack, die ich von Jollyfeen habe. Ja, das sind ganz normale Shellacke, nichts Besonderes, aber auch nichts besonders Schlechtes. Einmal Shellacke mit Schwitzschicht und einmal ohne Schwitzschicht. Das heißt, die braucht ihr dann nicht mehr versiegeln. Von der Deckkraft her sind die Standard, würde ich jetzt einfach mal sagen. Müsst ihr, ja, wenn es schlecht kommt, dreimal auftragen, aber ansonsten seid ihr mit zweimal eigentlich ganz gut dabei. Ja, ansonsten gibt es zu denen nicht viel zu sagen, außer ich würde mir wünschen, dass es bei Shellacken einen besseren Pinsel gibt, aber da hat jede Firma nicht wirklich nachgedacht. Ja, nicht jede, aber fast jede Firma hat da nicht richtig nachgedacht. Ja, die Pinsel, die dabei sind, die sind halt sehr, ja, unkomfortabel, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mir da lieber so eine leichte Katzenzunge wünschen und ein bisschen feineres
Haar, damit man das schöner auftragen kann. Dann habe ich mir von Jollibee noch ein kleines Chrom-Set bestellt mit einem Applikator, mehreren Applikatoren, womit man das Chrompulver auf den Nagel bringt. Dann noch das Chrompulver selber in Gold und dann auch noch die Versiegelung. Zu der Versiegelung muss ich sagen, die ist absolute Scheiße. Die Versiegelung, da sind kleine Pünktchen drin oder Staubkörnchen, irgendwelche Partikel, die den Farbauftrag bzw. den Auftrag sehr schlecht machen. Zudem ist das Zeug sehr dickflüssig, zäh. Also es lässt sich wirklich total scheiße auftragen. Es ist eine Versiegelung ohne Schwitzschicht. Ja, die werde ich jetzt einfach ein bisschen verbrauchen, um ein paar Steine auf den Nagel zu kleben. Ansonsten könnt ihr das Zeug eigentlich in die Tonne kloppen. Dann sind meine Malpinsel auch noch von Jollibee. Da habe ich jetzt hier einen One-Stroke-Pinsel in der Größe 5 und einen Einer-Pinsel. Mit dem lässt sich wirklich ganz gut arbeiten. Also zu denen kann ich wirklich nichts Schlechtes finden. Die sind wirklich super, um dünne, feine Linien oder One-Stroke auf den Nagel zu bringen. Also Kaufempfehlung. Ansonsten kann ich zu Jollibee nicht viel sagen, außer die haben eine recht gute Internetseite, viele Produkte. Also da wird wirklich jeder was für sich finden. Als nächstes kommen wir zu meinen Malfarben. Die habe ich von Mariel. Die kann ich wirklich empfehlen. Die haben eine super Viskosität. Die trocknen nicht zu schnell, nicht zu langsam. Lassen sich wunderbar auf den Nagel auftragen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die auch super. Also mit denen arbeite ich wirklich schon sehr lange. Mit denen lässt sich auch super One-Stroke machen. Also wirklich Top-Produkte. Wirklich eine Kaufempfehlung. Meine Airbrush-Produkte sind meistens oder größtenteils von Lenz. Ansonsten habe ich noch von Schminke die Airbrush-Farben. Die sind auch top, außer das Weiß, das würde ich auch von Lenz bestellen. Die Schablonen von Lenz sind wirklich super zu kleben. Könnt ihr wirklich auch öfter benutzen. Die kleben wirklich top. Ja, ansonsten gibt es zu dem Thema eigentlich nicht viel zu sagen. Das Weiß von Lenz ist auch wirklich super von der Deckkraft her und ja, auch eine Kaufempfehlung. Und als nächstes kam eine Empfehlung von euch und zwar die Firma Fingerspitzengefühl. Ja, das, was ich bis jetzt hier habe, ist wirklich top, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt hier drei Make-up-Gele und zwar einmal das Naturpink und das Rosé. Diese beiden sind wirklich super zum Aufbauen, sehr formstabil. Das Naturpink deckt auch wirklich sehr gut ab. Das Rose ist so ein bisschen mehr transparent. Dann kommen wir zu dem dritten, das ist das Dark Rose. Das ist etwas flüssiger, würde ich jetzt nicht unbedingt für den Aufbau nehmen, funktioniert aber trotzdem, wenn ihr ein bisschen schneller arbeitet. Von der Haltbarkeit her sind die auch wirklich alle top. Also ich habe die jetzt alle ausprobiert, halten wirklich 3 bis 4 Wochen super durch, brechen nicht, wenn ihr es richtig auftragt natürlich. Ja, gute Produkte, Kaufempfehlung auf jeden Fall. So, und die letzte Firma für heute wäre dann Neonails. Neonails beschränkt sich teilweise fast nur auf UV-Lacke. Daher haben die wirklich eine recht schöne Auswahl, auch eine schöne Internetseite, muss ich sagen. Wirklich viel Auswahl, gut präsentiert alles. Zu den Farben kann ich nur sagen, Deckkraft ist so ja, mittelmäßig bis gut. Manche Sachen muss man dreimal auftragen, zum Beispiel der Ton Summer Mint. Den muss man wirklich fast dreimal auftragen, damit er wirklich deckt. Ansonsten sind die Gele gut, sie härten gut aus. Ansonsten fällt mir nicht wirklich was Schlechtes zu den ein, außer wie bei jedem Nagelhersteller ist der Pinsel im UV-Lack wirklich blöd. Da würde ich mir lieber einen Katzenzungenpinsel wünschen und einen bisschen feineren Pinsel zum Auftragen würde auf jeden Fall besser funktionieren. Zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass hier nicht nur 6 cl drin sind, sondern 12 cl wie bei jedem anderen Hersteller oder fast jedem anderen Hersteller. Aber das ist halt die Firmenpolitik, die das Ganze so ausmacht. Zudem habe ich von Neonail noch diesen Rapidograph. Das ist quasi ein Edding, mit dem man auf dem Nagel malen kann. Wirklich ganz schön, Strichstärke so ungefähr 1 mm. Das Ding wird uns, glaube ich, noch bei ein, zwei Tutorials begleiten. Damit kann man wirklich ganz schöne Outlines ziehen und ja, einem
separaten Tutorial werde ich das vielleicht nochmal durchgehen, was das Ding so kann. Wer zu den Farben und zu dem Rapidograph noch ein bisschen mehr wissen will, der soll einfach mal auf meiner Internetseite vorbeischauen. Da habe ich wirklich zu jeder Farbe, die ich hier habe, so eine kleine Übersicht geschrieben, wie gut die decken und wie die aussehen. Gibt es dann auch ein Foto dazu. Ja, einfach mal vorbeischauen. Das war es jetzt auch schon mit unserer kleinen Produktpräsentation. Wie gesagt, auf meiner Internetseite könnt ihr noch ein bisschen mehr zu Neonails lesen. Da habe ich wirklich jede Farbe nochmal einzeln aufgeschlüsselt und dazu geschrieben, wie gut sie deckt oder was, worauf ihr da achten solltet. Wie gesagt, schaut mal auf meiner Internetseite vorbei. Ansonsten gibt es noch ein kleines Highlight auf meiner Internetseite und zwar einen kleinen 360-Grad-Rundumgang durch mein kleines Studio hier. Vielleicht entdeckt ihr da noch so ein paar Sachen, die euch interessieren. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten, ja, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.